Mit den kleinen Problemen haben wir angefangen. Kommen wir zu den großen Problemen. Ich habe auch extra einen Rettungsschirm mitgebracht. So, der ruiniert mir zwar die Frisur, aber man muss ja auch ein bisschen leiden für so einen Rettungsschirm. Und jeden Morgen... Und wer mir ja am meisten leid tut an dieser Stelle, ist die arme Angela Merkel, die jeden Morgen vorm Spiegel steht und singt. Hätte ich lieber das Geld vergraben, was die anderen verjubelt haben, hätte ich so einen Haufen, was könnte das Land davon kaufen? Aber ich habe es nicht vergraben, so dass sie alles verjubelt haben. Wir sollen zusammen uns raufen, da kann ich mich auch gleich besaufen. Ich will keine Gier mehr, Bier her, oder ich falle um. Hier zählt kein Wir mehr, Bier her, oder ich falle um. Ja, die arme Angela. Ihr stärkster Verbündeter, Sarkozy, ist ja jetzt auch weg. Den Froschschenkelfressern gehen die Kröten aus. Und diese Kröte müssen sie jetzt schlucken und dann werden sie auch noch von Holland regiert. Da ist keine Hilfe zu erwarten. Und den Engländern, die kann man ja wirklich gleich vergessen. Von wegen Rettungsschirm, die machen ihre eigene Rettungsinsel. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer braucht eigentlich die Engländer? Ihr wollt nicht mit Europa pleite sein. Ich glaube auch, das schafft ihr von allein. Ihr könnt da oben gern die Segel hissen. Aus welchem Grund sollen wir euch denn vermissen? Wenn niemand mehr im Urlaub rot verbrannt, God Save the Queen singt und kotzt an den Strand. Auch glaube ich, dass die Esskultur gewinnt. Verschwinden Haggis und Wildschwein in Peppermint. Doch lächeln William und nach die Kate. Glaubt ihr, dass es euch besser geht? Ist euch das noch zu viel Niveau? Schaut ihr einfach auf Pippas Po? Lang vom Fest dann schon abgehängt. Wird es Zeit, dass man euch versenkt? Selbst dabei lächelt ihr noch froh, denn ihr habt ja den Pipapo. Was machen wir? Und für die Frauen? Paris Po macht Mädchen froh und Erwachsene ebenso. Ja, die Engländer. Schauen wir mal zu den Italienern. Die sind ja nur noch am Jammern. Italie ist Cappuccino und müsse jetzt sparen. Wir stecken in der Crissini für die nächste Jahre. Der Amma-Rettungsschirm folgt auf Berlusconi. Das Verpesto, die deutsche Vita, habt ihr ne Maccheroni? Wer soll das bezahlen? Italie, no 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 no, zu uns sind alle rabiata, die bringen uns noch ins Grappa. Aber am schlimmsten geht's doch wirklich den Griechen. Die müssen sparen, sparen, sparen. Und in der Zeitung Die Welt habe ich ein paar Spartipps für Griechenland entdeckt. Die will ich euch nicht vorenthalten. Merkt schon, es wird dramatischer. Eine Freundin von mir ist Halbgriechin, die wollte mich neulich zum Grillen einladen. Griechisch grillen, ohne Kohle. Können Ruinentrümmer mit Graffiti bunt besprühen und verkaufen sie dann als Mauerstücke aus Berlin. Ne Kassenbrille ziert Nana Muscuris Gesicht. Auf Knabenliebe werden jetzt Patente angesetzt. Die Kirche wird verklagt, wenn sie das Copyright verletzt. Und endlich bietet Lesbos an, was es verspricht. Griechisch verleihen, ja, ja, auf unser Gyros-Konto zahlen. Das ist bei uns so Uso und irgendwann, da
wird aus Sparta endlich Spar. Wie wunderbar. Griechisch verleihen, von Kreta bis Thessaloniki, rück noch nen Schein raus und das Zwarzatziki, sonst irgendwann wird das der Highway to Hellas. Kein Spaß. Und in mir steckt ja jetzt ein kleiner Weltverbesserer. Und ich habe ein kleines Lied geschrieben, mit dem wollte ich eigentlich als euer Star für Baku zum Eurovision Song Contest antreten. Aber sie haben mich leider nicht genommen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Das bisschen Krise, das bisschen Sorge in dem Europa, in dem wir wohnen. Ein bisschen Krise, ein bisschen Pleite, ein bisschen ärmer sind alle hier. Ein bisschen Krise, ein bisschen Weinen, ein bisschen Abschied von unseren Träumen. Ein bisschen Krise und ein paar Hiebe für diese Banker, das wünsche ich mir. Sing mit mir die schönen Lieder, dann brechen wir ihnen alle Glieder, jawoll! Ich weiß auch nicht, warum ich ausgeschieden bin.